So, jetzt ist es soweit. Das Kehlwasser hat gekocht. Das tun wir als feinen Pulver, den wir vorhin gemalt haben, trainieren. Ich warte in das Wasser hier. Und dann uns mit einem richtigen buchigen Ast umrühren, dass ich das ein bisschen vermengen miteinander. So, das haben wir. Und dann kommt noch das Wichtigste. Dann tun wir den Kehlbus abschrecken mit kaltem Wasser. So. Hätten wir das. Dann nehmen wir das Käse ab dem Feuer, stellen es auf den Tisch und uns decken. Dann müssen wir halt ein Moment warten, bis er den richtig gut gezogen hat. So, jetzt hat der Kaffee etwa 10 Minuten gezogen. Jetzt wollen wir noch schauen, ins Hütchen, ob wir das auch geniessen können. Ein Schnaps Kaffee, ein Fläschchen.